Herzlich willkommen in kleiner Runde, aber das verspricht dann eigentlich immer besonders gut zu werden. Und man kann am Ende sagen, jeder selbst kann schuld gewesen, der nicht dabei gewesen ist. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen, Stefan Kraftschick ganz herzlich willkommen. Auch außerhalb der Rundenjubiläen wollen wir natürlich an den Herbst 89, an die Friedliche Revolution erinnern. Der 9. Oktober ist noch zwei, drei Wochen hin, aber morgen vor jetzt 32 Jahren hat hier in Leipzig die erste Montagsdemonstration auf dem Leipziger Ring stattgefunden. Das erste Mal, dass die Menschen vom Nikolaikirchhof auf den Ring gelaufen sind und quasi unbehindert eigentlich bis zur damals noch stehenden Fußgängerbrücke am heute Höfe am Brühl, damals am Konsumentenwarenhaus gelaufen sind. Dort, man hat so, wenn man sich die Fotos anguckt, fast den Eindruck, erschrocken über ihre eigene Courage, erschrocken über das, was plötzlich möglich gewesen ist. Vielleicht auch angesichts der in wenigen hundert Metern stehenden runden Ecke, quasi in sich selbst der Demozug umdreht und wieder zum Bahnhof zurückläuft. Wie gesagt, das ist der Beginn des Protestes auf dem Ring. Dann geht es ja wirklich innerhalb weniger Tage. Eine Woche später, am 2. Oktober, sind es schon 70.000. Am 3. Oktober die letzten Botschaftsflüchtlinge, die mit Zügen über Dresden damals noch aus Prag in die Bundesrepublik fahren dürfen. Die Grenzen zur CSSR werden geschlossen. Die Proteste in Dresden am 7. Oktober, in Plauen, in Leipzig, in damals Karl-Marx-Stadt, Magdeburg, Potsdam, Berlin, vielen anderen Orten und dann eben zwei Tage später am 9. Oktober, dem ja schon berühmten Tag der Entscheidung, an dem die SED-Führung zwei Tage nach dem 40. Jahrestag sehr deutlich und sehr öffentlich klar gemacht hat, dass sie es an diesem 9. Oktober zur Entscheidung kommen lassen wollen. Und dann sind glücklicherweise deutlich mehr Menschen hier nach Leipzig gekommen und auf den Ring gegangen, als alle erwartet haben, und es waren einfach viel zu viele für das, was auch an Militär- und Sicherheitskräften vorbereitet war, sodass es an diesem Tag komplett friedlich ausgegangen ist, auch weil die Demonstranten durch die Bank weg friedlich geblieben sind. Insoweit ist dieses Thema keine Gewalt eins, unter dem wir Stefan Kraftschick mal wieder nach Leipzig eingeladen haben. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist, hier singen wird. Und ja, wünsche uns einen guten, einen interessanten Abend. Sie alle haben schon, wenn Sie es wollten, eine CD eines Projektes mitnehmen können, das wir gemeinsam mit Stefan Kraftschick und Gerhard Bause, auch einem politischen Häftling aus der damaligen DDR, im letzten Jahr haben durchführen können. Also überwiegend hat Stefan Kraftschick sozusagen die CD auf den Weg gebracht. Wir haben sie hier zur Buchmesse 2020 auch einen relativ kleinen Preis vorgestellt. Es war für lange Zeit die letzte öffentliche Veranstaltung, die wir hier haben, Corona-bedingt machen können. Insoweit auch eine gewisse Besonderheit. Also, ich wünsche es eine gute Veranstaltung. Stefan Kraftschick, die Bühne gehört dir. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend allerseits. Gewaltfreiheit und Kunst, das geht ja Hand in Hand. Wenn du die Hände voll Gitarre hast, dann kannst du nicht zur Gewalt verwenden. Diese CD, das ist eben, wie gesagt, ein Gemeinschaftswerk von Gerhard Bause und mir. Er war im Gefängnis, weil er nicht zuletzt auch für meine Freilassung damals, als ich im Gefängnis war, eine Unterschriftensammlung im Eichsfeld organisiert hat. Und da ist er als Rädelsführer für zwei Jahre nach Bautzen eingesperrt worden. Und in Bautzen fing er an zu schreiben. Und ich fand das so faszinierend, dass sich jemand unter diesen doch erschwerten Bedingungen versucht, sich zu vergegenwärtigen, was ihm überhaupt widerfährt. Dass er Worte dafür findet, was ihm widerfährt. Und aus so einer
konkreten Sichtweise, die sich daraus entwickelt, erspart man sich natürlich zum Beispiel psychologische Behandlungen, weil man kriegt das ja selbst heraus, was da gewesen ist, wie man sich verhalten hat, wie einem das da ergangen ist, weil es zu Wort gekommen ist. Das Wort hat ja eine Zauberkraft, indem es diese geheimen Dinge, die dann in der Psyche, im Inneren, im Unterbewusstsein passieren, eben ans Licht befördert. Man kann sich damit aktiv auseinandersetzen. Und deswegen war das also für mich eine ganz wunderbare Leistung von ihm, und da habe ich ihn noch ein bisschen unterstützt, was die das Lektorat angeht, seines Gedichtbands, und einiges habe ich dann vertont. Ich möchte mal mit einem Lied nach dem Text von Gerhard Bause beginnen, und zwar heißt das Transport. Unauffällig gut getarnt, niemand der Bevölkerung ahnt, was da rollt auf offenen Straßen. Hafttransport für Zuchtanstalten. Was da rollt auf offenen Straßen. Hafttransport für Zuchtanstalten. Minna unter uns genannt, mit der Aufschrift frischer Fisch. Gefangene in Handschellen, ohne Fenster, ohne Licht. Gefangene in Handschellen, ohne Fenster, ohne Licht. Eingesperrt in enge Kisten, winters frieren, sommers schwitzen. In die Nase sticht Gestank, am Boden läuft Urin entlang. In die Nase sticht Gestank, am Boden läuft Urin entlang. Holprig schaukelnd über Straßen, arme Beine eingeschlafen. Ob beim Anfahren oder Bremsen, schlagen Köpfe gegen Wände. Ob beim Anfahren oder Bremsen, schlagen Köpfe gegen Wände. Nach der Irrfahrt über Stunden, ausgelaugt und abgeschunden, sitz ich orientierungslos im selben alten Stasi-Loch. Sitz ich orientierungslos im selben alten Stasi-Loch. Ich bin aus Offenheit in den Widerstand geraten. Der Sänger soll sein Herz auf der Zunge tragen. Es ist ein wunderbares Gefühl, von etwas zu singen, das sich andere noch nicht mal zu sagen trauen. In Diktaturen ist der Sänger wie eine Oase in der Wüste. Die Menschen kommen, um zu trinken. Sie trinken Offenherzigkeit. Und je offenherziger es zugeht, desto interessanter wird der Fall für die Geheimpolizei. Ich weiß nicht, ob ich es wissen möchte, wie viele daran beteiligt waren, mich aus dem Land zu ekeln. Wohlgemerkt aus meinem Land. Erst als ich es verlassen hatte, spürte ich schmerzhaft die Wurzeln. Vorher nicht. Vorher war alles selbstverständlich, selbst die Angst und das Tuscheln, selbst das Raunen der Macht. Um die Jahrtausendwende hat einer über ein Konzert von mir geschrieben, ich sei ein Volkssänger. Da hat er recht. Ich bin im Wir verwurzelt, und das hat auch die Schmerzen nach der Trennung ausgemacht. Das Wir in mir wurde zum Ich in mir, das mit glänzendem Auge Halt sucht. Ich war plötzlich ins All der Öffentlichkeit geschleudert, aus der Untersuchungshaftanstalt der Stadtsicherheit Hohenschönhausen auf den Spiegeltitel »Das schlaucht«. Mit zunehmendem Alter empfinde ich stärker, wie würdelos mein Land mit mir umgegangen ist.
Einer der beiden Geheimpolizisten hielt mir seine flache Hand über den Kopf, als ich in den PKW steigen musste. Sie hatten mich übernommen. Die Entrechtung war umfassend. Pobacken auseinanderziehen. Im Gefängnis konnte ich meinem Volk nur damit dienen, niemanden zu verraten. Mit mir wurden am 17. Januar 1988 viele andere verhaftet, die das Land verlassen wollten. Eine ganze Reihe derer hat bei den Verhören versucht, sich mit allen möglichen Geschichten in meine Nähe zu rücken, um die Ausreise zu beschleunigen. Wenn ich es mir heute überlege, das ist doch unwürdig. Und auch der Polizist, der mir bei der Verhaftung fast das Handgelenk gebrochen hätte, was für ein beschämend ungestalter Kerl, durfte mich in 0, nichts in ein Bündel Angst verwandeln. Wenn die Groben das Sagen haben, haben die Feinen weniger zu lachen. Irgendwann sind die Räume so eng, dass man sich nicht mehr drehen kann. Kein Laut kam dem Sänger über die Lippen, der gefesselt und mit loderndem Handgelenk im Verhau eines kleinen LKW-Kastens mit der Aufschrift Speiseeis hockte. Widerstehen. Osse Mandelstam, ein russischer Dichter, ist 1938 im Gulag erfroren. Seine Frau Nadjeschda Mandelstam hat sein ganzes Werk auswendig gelernt, sonst wäre das verloren gegangen. Hunderte Gedichte, viele, viele Prosatexte, ganze Bücher hat sie auswendig gelernt, um das der Nachwelt zu erhalten. Diese Gewaltherrschaft des Kommunismus hat ja Millionen Todesopfer gefordert. Wunderbare Geister, wie Ossip Mandelstam zum Beispiel, der extra Italienisch lernte, um die göttliche Komödie von Dante im Original lesen zu können. Solche wunderbaren Menschen wurden von den
von diesen Bestien, die unter dem Deckmantel einer besseren Gesellschaft, was ja der Kommunismus immer auf seine Flaggen schreibt, hingemordet. Und wir sollten sehr wachsam sein, wenn in unserem Land die Kommunisten wieder zur Macht greifen. Für den pochenden Mut, nach einem Text von Ossip Mandelstam. Pochenden Mut einer künftigen Zeit für die Menschen von freierem Stamm blieb mein Becher beim Gastmahl der Väter verwaist und der Frohsinn die Ehre entrann. Blieb mein Becher beim Gastmahl der Väter verwaist und der Frohsinn die Ehre entrann. Und das Wolfshund Jahrhundert, es springt auf mich los, doch ich bin nicht von wölfischem Blut. Stopft mich Mütze hinein in den Ärmel getrost, in den Pelz der sibirischen Glut. Stopft mich Mütze hinein in den Ärmel getrost, in den Pelz der sibirischen Glut. Nicht die Feigheit zu sehen, nicht den elenden Schlamm, nicht die blutigen Knochen am Rad. Nein, der blaue Polarfuchs soll strahlen nachtlang und so ursprünglich schön, wie ich's mag. Nein, der blaue Polarfuchs soll strahlen nachtlang und so ursprünglich schön, wie ich's mag. Hin zum Fluss Jenissei, führ mich weg in die Nacht, wo die Kiefer zum Stern reicht, so stumm. Denn ich bin nicht von wölfischem Blut und das macht, wer mir gleich kommt, nur der bringt mich um. Denn ich bin nicht von wölfischem Blut und das macht, wer mir gleich kommt, nur der bringt mich um. Ein Text von Gerhard Bause, also wenn man Stadtsicherheit hört, dann denkt man, also ich habe da immer zuerst daran gedacht, dass man abgehört wird. Ne? Dass er irgendwie noch eher im Hintergrund ist, der entweder mit abgestelltem Ohr zuhört oder irgendwo halt eine Wanze steckt. Ne? Ich habe das selber erfahren, also ich habe ein Telefon damals in Ost-Berlin bestellt, meine Eltern haben 15 Jahre gewartet. Zu mir kam nach einer Woche der Mechaniker und hat an die Tür geklopft, weil meine Klinge kaputt war. Und da hat er gesagt, ich war schon zweimal da, wollen Sie nur eins oder nicht? Nach einer Woche, ne, da wusste ich natürlich, durch dieses Löchlein, was in die Wand gebohrt wurde, werden Sie dich belauschen. Und der Gerd hat einen Text gemacht, der heißt Die Wanze, den habe ich vertont. Stellen wir uns die Wanze vor. Silbern flach mit Draht im Ohr. In der Zelle unentdeckt, weil sie hinter Leisten steckt. In der Zelle unentdeckt.
schauen wir nach der Wanze, welche heimlich sich verschanzte, von der Stasi hinsteckt, damit sie alles weiterträgt. Von der Stasi hinsteckt, damit sie alles weiterträgt. Da loben wir doch das Insekt, welches uns zum Jucken weckt. Sorglos Pflanzenbisse zählt, unseren Flug für sich behält. Da loben wir doch das Insekt, welches uns zum Jucken weckt. Sorglos Pflanzenbisse zählt, unseren Flug für sich behält, unseren Flug für sich behält. Der junge Mann hatte sich wohl in der Tür geirrt. Genau, das passt jetzt ganz gut. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich, nachdem ich mich halt für eine doch eher ideologiefreie Welt, für ein ideologiefreies Land eingesetzt habe, also jedenfalls Ideologiefreiheit ist ja nicht möglich, aber jedenfalls für ein Land, wo die Ideologie nicht dafür missbraucht wird, um Leute an die Macht zu bringen, ja, oder andere Leute zu manipulieren und so weiter. Also eigentlich habe ich mir das gewünscht und das war auch so ein bisschen mein Traum, denn das stelle ich mir unter einer freien Gesellschaft vor, wo man frei denken kann und nicht permanent von irgendwelchen Ideologen zu irgendeiner Denkrichtung ermuntert oder gezwungen wird. Ne? In Berlin, da kann der Blick nirgendwo hinfallen, ohne irgendwie irgendeinen ideologischen Dreck, möchte ich fast sagen, ne? Ohne irgendeinen ideologischen Dreck vor Augen zu bekommen. Und das hat mich angestiftet zu folgendem Lied. Im Echismus, im Echismus oder auch im Optimismus suchte ich mein Seelenheil und errang es nur zum Teil. Suchte ich mein Seelenheil und errang es nur zum Teil. Jemand riet mir zum Faschismus, jemand anderes zum Marxismus, aber beides war nur was, wovon ich die Finger lass. Aber beides war nur was, wovon ich die Finger lass. Ob Machismus, Feminismus, ob Realdemokratismus, alles hab ich mitgemacht, mich mitunter schlapp gelacht. Alles hab ich mitgemacht, mich mitunter schlapp gelacht. Stalinismus, Konsumismus, Egoismus, Maoismus, Pragmatismus, Sozialismus, Humanismus, Anarchismus, Pragmatismus, Sozialismus, Humanismus, Anarchismus. Hedonismus, Lobbyismus, Idiotismus, Moralismus, Islamismus, Zionismus, Nihilismus, Pessimismus, Islamismus, Zionismus, Nihilismus, Pessimismus. Hedonismus, Lobbyismus, Bulimismus, Moralismus, Quatsch, jetzt habe ich mich verhaspelt, aber das ist ja klar bei diesem Text, ist ja ganz klar. Also ich steige hier nochmal ein. Bulimismus, Politismus, Digitalreligionismus, aß ich von dem Ismusbrei, wurde mir ganz schlecht dabei. Aß ich von dem Ismusbrei, wurde mir ganz schlecht dabei. Heute bin ich einfach nur kleines Teil im Stadtparcours. Mit den Ismen ist es um, Mann, oh Mann, wie war ich dumm. Mit den Ismen ist es um, Mann, oh Mann, wie war ich dumm. Ismus. Ismus heißt übrigens rückwärts Sumsi. Das war überhaupt der Kerngedanke, warum ich das Lied geschrieben habe. Weil jeder hat so seine eigene Sumsi im Kopf rumfliegen. Ne? Und manche haben natürlich auch eine Schmeiß-Sumsi. Eine
Schmeiß, Fliege. Man müsste Ideologie riechen können, ne? Erzwungen. Wenn ich will, kann ich mich sogleich ins Gefängnis setzen, ins Gefängnis hineinversetzen, in die Zeit im Gefängnis hineinversetzen. Hat es die Zeit im Gefängnis überhaupt gegeben? Bin ich jemals von anderen dazu gezwungen worden, in einer engen, stinkenden Zelle zu wohnen, mit anderen, die es ebenso können, in die Zeit sich hineinversetzen, es ebenso können müssten. Komisch, dass sich noch niemand der beiden gemeldet hat, obwohl ich doch leicht zu finden bin. Mit einem war ich 2 Wochen zusammen, mit dem anderen knapp 2. Mit wem verbringt man schon mal so lange Zeit in einem Raum, der nur auf Befehl verlassen werden kann? Nur mit der Mutter, ich persönlich jedenfalls nur mit ihr. Sie war der Ansicht, das Baby dürfe gar nicht wissen, dass es noch andere auf der Welt gibt. Ich war als Gefangener gewissermaßen in einen Handlungsspielraum versetzt, ähnlich dem der ersten Monate. Deshalb kann ich auch, versetze ich mich in die Gefängniszeit hinein, nicht noch etwas außerdem tun. Es nimmt mich mit, es füllt mich aus, ich bin immer noch paralysiert. Es geht aus dem Kopf in den Bauch, in die Oberschenkel. Egal, ob ich sitze oder liege, gehen geht nur in bestimmtem Radius. Gehe ich im Wald spazieren, gelingt es mir nicht, aber da muss es vielleicht auch nicht sein, dieses sich hineinversetzen in jene kleine, stickige, stinkende Zelle mit den beiden, die zur Zelle gehörten, wie Bett und Spind. Es muss wohl gewesen sein. Ist es aber gewesen, dürfte es nicht im Bauch ziehen, wenn ich daran denke. Etwas ist noch, nicht gewesen, sondern noch von der Pein, die im Bauch zieht. Die Pein, wenn die Gedanken in die Sackgasse ziehen, die Ohnmacht mit blutleeren Tentakeln durch den möblierten Raum tastet. Tisch, Hocker, Betten, Spinde, Klobecken, Waschbecken, die beiden. Im All meiner Erinnerung geistert eine Zelle, tastet die Ohnmacht, stehen 2 Gestalten, ein Spitzel und ein Frank. Kann sein, Frank war auch Spitzel, das sagen sie einem ja nicht, ob da nur ein Spitzel war oder ob es 2 waren. Ich musste ganz in mich hineinkriechen, um den Anschein zu erwecken, es mache mir nichts aus, dort zu sein, gefangen, ohnmächtig, ausgeliefert, angewiesen auf den guten Willen, der Techniker eines Systems, das Pein injiziert. Die Pein zu Kunst veredeln, das ist es. Die Kunst in einen Raum stellen, Leute zur Vernissage einladen, lächeln, Hände schütteln und so tun, als hätte man es verarbeitet, wie es heutzutage bei den Technikern heißt. Gänsehaut mit offenen Poren, dünne Decke geschwitzt gefroren, gezittert durch die ganze Nacht, schaukelt hoch die schwere Fracht. Gezittert durch die ganze Nacht, schaukelt hoch die schwere Fracht. Sorgen, meine Wunden haben Herz und Seel geschunden. Weine leise, weine laut, weil ihr mir die Freiheit raubt. Weine leise, weine laut, weil ihr mir die Freiheit raubt. Kam die Freiheit angekrochen, hab mir ein Stück abgebrochen,
schiebe jetzt so Stück für Stück Tränen ins Gesicht zurück. Schiebe jetzt so Stück für Stück Tränen ins Gesicht zurück. Kam die Freiheit angekrochen, hab mir ein Stück abgebrochen. Schiebe jetzt so Stück für Stück Tränen ins Gesicht zurück. Schiebe jetzt so Stück für Stück Tränen ins Gesicht zurück. Büchlein ist meine letzte Veröffentlichung. Augenhöhe heißt das. Ich bin seit, kann man sagen, seit 15 Jahren alleinerziehender Vater. Mein Sohn ist jetzt 17. Der Apfel fällt doch weit vom, nicht weit vom Stamm. Er ist Bodybuilder. Für ihn ist der Körper dieses Subjekt der Kunst. Er hat letztens zu mir gesagt, Papa, ich bin auch Künstler. Mein Körper ist mein Kunstwerk. Und er arbeitet wirklich mit sehr großer Intention daran, jeden Tag 3 Stunden trainieren. Und ich könnte jetzt hier ein Foto zeigen. Sie und ihr werdet alle begeistert. Guten Abend. Da habe ich dann eben die ersten Jahre, wie der Mensch zu seinem Weltbild kommt, die habe ich dann eben mal so in einem Buch niedergelegt. Und da möchte ich heute Abend auch 2 kleine Stellen vorlesen. Nicht nur, um darauf hinzuweisen, dass das da draußen für einen Zehner zu erwerben ist, ne? Während es die CD von Gerhard Bause und mir umsonst gibt. Ne? Da kann man übrigens noch eine zweite nehmen und die dann zu Weihnachten verschenken. Hat man gleich was Originelles. Sehr gut. Wer kann das schon? Ne? Wer kann schon mit so einem Geschenk ankommen? Ne? Noch so ein bisschen einpacken, so ein schönes. Seit seinem 4. Lebensjahr lebt Marvin bei mir. So kam es, dass ich für ihn jener bin, zu dem er die stärkste Bindung empfindet. Für ihn war es selbstverständlich, dass auf dem Foto mit dem großen und dem kleinen Elefanten oder auf dem Foto mit dem großen und dem kleinen Tiger Papa und Kind zu sehen sind. Auf manchen Fotos sind auch beide Eltern mit Kind abgebildet. Der Papa war für Marvin immer jenes erwachsene Tier, das dem Kind am nächsten stand. So wie es bei ihm war, sollte es auch auf den Fotos sein. Bei ihm war es schön und auf den Fotos war es schön. Wie konnte es da eine Differenz geben? Ihn zu berichtigen, hätte die Ruhe seiner Vergewisserung, selbst zum Großen und Ganzen zu gehören, gestört. Und das Große und Ganze war es auch, das ihm die Differenz beibrachte im Tierpark für Haustierrassen. Da lag so ein Düffelschwein auf der Seite, 8 Ferkel hingen am Gesäuge. Marvin fragte, ob das der Papa sei. Nein, das ist die Mama. Die Sau hat das Gesäuge, sagte ich. Der Papa heißt bei den Schweinen Eber, die Sau und der Eber. Wenn ich ein Düffelschwein wäre, wäre ich der Eber, ohne Gesäuge. Und die Mama wäre die Sau mit Gesäuge? Genau. Er stand lange vor den Tieren. Es schien, als versuchte er, sich in sein erstes Jahr hineinzuversetzen, denn dass der Mensch ein Säugetier ist, wusste er. Und dass Mama eigentlich Brust heißt, hatte ich ihm gesagt. Länger als ein halbes Jahr hat es gedauert, bis uns unser Buch mit Tierkindern und deren Eltern wieder in die Hände fiel. So selbstverständlich wie früher, als der Papa noch die Mama war, sagte er zu dem großen und dem kleinen Elefanten, das ist die Mama und das ist das Kind. Da war er fast 5 und reif genug, diese Wahrheit seiner Seele zuzumuten. Thank you.
All die Straßen kennst du schon, all die Häuser schnauzen, Leipzig kennst du, Bern und Bonn, das Autotüren plauzen, weißt viel über Kreisverkehr, darüber weißt du alles, manchmal weißt du gar nicht mehr, und im Fall des Falles. Himmel. Knick ab und zu mein Hals nach hinten, vertief dich in dieses Gewimmel. Um in der Nacht deinen Stern zu finden, um in der Nacht deinen Stern zu finden. All die Fenster kennst du schon, mit den schönen Dingen, bis jetzt hast du nichts gewonnen, sollst du weiter spielen, fühlst dich manchmal von der Welt völlig abgerissen, ansonsten bist du auch kein Held, du musst da einfach wissen. Zu mein Himmel, knick ab und zu mein Hals nach hinten, vertief dich in dieses Gewimmel. Um in der Nacht deinen Stern zu finden, um in der Nacht deinen Stern zu finden. All die Filme kennst du schon, doch da ist noch einer, wo die Stars in Massen kommen, es ist richtig feiner, eine Riesenleinwand aufgespannt, vielleicht siehst du was fallen, er ist groß und unbekannt und gehört uns allen. Himmel. Knick ab und zu mein Hals nach hinten, vertief dich in dieses Gewimmel. Um in der Nacht deinen Stern zu finden, um in der Nacht deinen Stern zu finden. Das konnte man nicht den Himmel sehen. Als ich dann das erste Mal wieder zum Himmel schauen konnte, das war dann im Westen. Ich wurde ja aus dem Stasi-Knast im Westen gleich gefahren und da kam man abends an und ich stand dann draußen, es war sternklarer Himmel, da musste ich heulen. So schön war das. Ne? Und diese Momente des Innehaltens, die sind wahrscheinlich für einen Menschen gerade in solch, für meine Begriffe sehr idiotischen Zeiten wie unsere heute ziemlich wichtig, sich in der Natur aufzubauen und sich zu erinnern, woher der Mensch eigentlich kommt. Nicht aus den Ideologien, auch nicht unbedingt aus den Religionen, sondern er stammt von der Erde ab. Heute wollen wir uns begleiten, weil die Wolken rötlich sind. Und die Zeit in deinen Augen nicht so rasend schnell verrinnt. Und die Tauben auf den Dächern ihre Köpfe zärtlich drehen. Nimm mich heute in deine Arme, heute kannst du mich verstehen. Nimm mich heute in deine Arme, heute kannst du mich verstehen. Heute wollen wir uns verlieben, heute fliegt die Schwalbe hoch. Mit den Farben
Schatten unserer Stunden malen wir ein Bild von Gott. Unsere Ewigkeit ist heute, weil wir heute unsterblich sind. Heute wissen wir, die Zeit ist für den Augenblick bestimmt. Heute wissen wir, die Zeit ist für den Augenblick bestimmt. Heute stehen die Türen offen, heute ist ein schönes Licht. Lass uns heute Hochzeit feiern, heute erkennst du mein Gesicht. Morgen bin ich schon ein anderer, mich verwandelt jeder Tag. Gib mir heute deine Hände, heute schlägt mein Herz so stark. Gib mir heute deine Hände, heute schlägt mein Herz so stark. Schlägt mein Herz so stark, gib mir heute deine Hände, heute schlägt mein Herz so stark. Ein Staat, der die Kinder frühestmöglich fürs Militär begeistern will, rüstet die staatlichen Kindergärten mit Miniaturen von Kriegsgerät auf. Panzer, Geschütze, Bomber, LKW, daumengroße Soldaten aus Gummi, in liegender, schießender, stehend, das Bajonett vorstoßender, Ausschau haltender, Handgranate werfender Haltung. Marion R. war Erzieherin geworden, weil sie sich im Leben nichts Sinnvolleres vorstellen konnte. Sie nannte die ihr zur Begleitung Anvertrauten meine Kinder. Ich habe das Glück, 8 Stunden mit meinen Kindern zusammen zu sein. Bei jedem Wetter ging Marion Mitte 20 mit ihren Kindern in den Park. Den Nieselregen versammelten die alten Eichen zu dicken Tropfen. Eine Schnecke mit kapitalem Schneckenhaus kreuzte gemächlich den Weg. Marion erzählte, sie sei der Schnecke schon einmal begegnet, als die Gans von Hans im Glück frei herumlief und berührte mit dem Zeigefinger einen Fühler. Darf ich auch mal? Ich auch. Niemand bemerkte, dass der Panzer und das grüne Männlein mit der Handgranate eine Woche lang fehlten. Es fiel erst auf, als die Sachen wieder da waren. Marion hatte sie angemalt und sagte, das ist der gelbe Postpanzer und das ist ein Briefträger. Robert, der Gruppenälteste, war nicht mehr so leicht auf den Arm zu nehmen. Er wusste natürlich schon, wofür Panzer da waren. Um Erklärungen war es Marion nicht bange. Da hängt vorn das Paket dran für Häuser, die ein bisschen weiter hinten stehen. Und was schmeißt der? Robert deutete auf die gelbe Figur. Eine Wurfsendung, sagte Marion. Eines der Kinder erzählte zu Hause vom gelben Postpanzer. Der Vater des Kindes ging dem Hinweis nach. Marion R. wurde fristlos entlassen und nirgendwo mehr als Kindergärtnerin eingestellt. Liebe Kindergartentante, streich den Kleinen übers Häubchen, weil die lieben Kleinen sangen von dem friedensweißen Täubchen. Und zum Lohn für diese Töne geht die Frau zum Waffenschrank. Vorhin noch die Friedenstaube, jetzt den Panzer in der Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeder singt ein Lied für den Frieden. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Kindergarten spielt Armee, ja. Ja, die Kleinen greifen gerne zu den Minimordmaschinen und die Tante lächelt blöde, jeder muss sein Geld verdienen. Und das taktisch klügste Kerlchen spielt mit Gummioffizieren. Doch keiner wird zurückgelassen, alle dürfen mitmarschieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeder singt ein Lied für den Frieden. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Kindergarten spielt Armee, ja. Yeah.
Und die Alten stehen daneben, schauen gerührt dem Schauspiel zu. Vati grunzt, so ist das Leben und die Mutti Mut dazu. Klein Enrico weiß, wenn Mutti früh an seinem Bettchen steht, dass er für eine gute Sache in den Kindergarten geht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeder singt ein Lied für Frieden. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Kindergarten spielt Armee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeder singt ein Lied für Frieden. 5, 6, 7, 8, 9, 10, jedem Kind sein Kampfprogramm. Der Gerhard Bause, der hat in der Andreasstraße in Erfurt gesessen. Und da ist ja nun gleich der Dom daneben. Ne? Und Eingeweihte wissen, dass da eine besonders große Glocke drin hängt, die Gloriosa. Und die hat auch der Gerhard gehört, während er da drin gesessen hat. Und da hat er dann Text darauf gemacht. Ungeduldig, unerträglich, zerträumte Tage quälend lang. Hör ich die Gloriosa läuten, vom Domplatz her so schwer und bang. Vom Domplatz her so schwer und bang. Oben legen sich an Wände, strahlend in dieser Feierklang. Strömend falten sich die Hände im österlichen Festgesang. Im österlichen Festgesang tauchend fallen Augen nieder, glasig ist der Wimpernschlag. Blicke heben sich zur Decke, wachsen stiller Widerstand. Wachsen stiller Widerstand. Dumpfe Schläge, dicke Mauern, frohes Beben, Zellentrakt. Da entflammte in mir etwas, das mich schützt in der Nacht. Da entflammte in mir etwas, das mich schützt in der Nacht. Dumpfe Schläge, dicke Mauern, frohes Beben, Zellentrakt. Etwas, das mich schützt in der Nacht, das mich schützt in der Nacht, das mich schützt in der Nacht. Der nächste Text, der handelt, naja, der erklärt sich eigentlich von sich da aus, da muss ich gar nichts dazu sagen, der heißt der Papagei. Ich habe extra für heute neue Seiten aufgezogen und das verlangt dann nach der einen oder anderen Stimmpause. Da waren vier Herren adrett gekleidet in Zivil,
Einer zog den Ausweis vor, mich beschlich so ein Gefühl. Zur Klärung eines Sachverhalts, wir wollen kein Aufsehen, kommen Sie mit. Nun fragten sie nach meiner Frau, die mit mir diese Schmach erlitt. Ich hätte den Käfig öffnen sollen, daraus das vor uns klar geschrieben. Uns traurig hinterher, allein gelassenes Federvieh. Leise weinen ohne Tränen, falsche Zeugen falsch beschworen, drohen, drängen, Macht verkörpern, man ließ uns im Käfig schmoren. Freiheit in den Flügeln, schmorte auch der Papagei. Pfiff ich manchmal seine Lieder, war ich in Gedanken frei. Wünschte meiner Frau die Wärme, die nach jedem Schmerzenstag meine Seele zu ihr führte. Liebend freiem Flügelschlag, wünschte meiner Frau die Wärme, die nach jedem Schmerzenstag meine Seele zu ihr führte, mit liebend freiem Flügelschlag, mit liebend freiem Flügelschlag. Daniel Chams, ebenfalls ein russischer Dichter, der ist bei der Blockade von Leningrad im Gefängnis verhungert. Die wurden einfach vergessen. Ich möchte ein Lied nach dem Text von Daniel Chams singen, das heißt Augenwasser. Lasst uns schließen unsere Augen, Menschen, Menschen. Lasst uns öffnen unsere Augen, Krieger, Krieger. Gebt uns Kraft zu fliegen übers Wasser. Gebt uns, jetzt habe ich mich verhaspelt. Kann man es rausschneiden dann beim Film? Gut, fangen wir mal an. Er soll dann ins Internet kommen und das wäre ja dann nicht so das Beste. Ganz rausschneiden, ich kriege den Text nicht zusammen, habe ich ewig lange nicht mehr gesungen. Gebt uns Kraft zu fliegen übers Wasser, Menschen, Menschen, nee, Vögel, Vögel, gebt uns Mut zu sterben unter Wasser, Fische, Fische, das wäre dann die letzte Strophe. Daniel, entschuldige bitte, ich muss es nochmal üben. Gut. Lese ich mal noch einen Text aus diesem Buch vor. Das ist einfacher. Am Anfang steht das Einfache, das schwer zu erkennen ist, wenn sich die Eltern nicht als eine Art Filter erweisen. Vorsätzlich in die Welt gesetzte Lügen dürfen nicht zum Zögling durchdringen, bis er richtig und falsch selbst unterscheiden kann. Das willst du ihm doch nicht etwa kaufen? Die Stimme des jungen Vaters klang aufgebracht.
Es gefällt ihm. Die junge Mutter hielt dem Einjährigen im Kinderwagen eine futuristische neongrüne Plastikfigur vors Gesicht. Der griff danach und wollte sie gerade zum Mund führen, da nahm ihm sein Vater das Ding aus der Hand und stellte es ins Regal zurück. Im selben Augenblick heulte das Kind los. Er nahm es auf den Arm, es wollte zur Mutter. Mit triumphierendem Blick sagte die: Du bringst ihn zum Heulen und ich muss ihn trösten. Sie wollte dem Kleinen das Ding wiedergeben, was der Vater verhinderte, indem er sich vor dem Regal aufbaute. Das kaufen wir nicht. Ja, dann heult er eben weiter. In der Kassenschlange heulte das Kind zwar nicht mehr, doch seine Eltern stritten sich immer noch, wenn auch so leise, dass man es nur als Vor- oder Hintermann verstehen könnte. Du kannst ihm doch nicht verbieten, wenn er mit was spielen will. Bevor du es ihm vor die Nase gehalten hast, wollte er nicht. Offenbar hatte in diesem Fall der Vater mehr Verstand als die Mutter. Das Ding ist hässlich, sagte er, damit soll er nicht spielen. Sie sagte, du denkst wohl, du kannst ihn retten. Er schwieg und legte die Dinge auf das Förderband. Das Neongrüne war nicht dabei. Davor hatte er den Sohn immerhin retten können. Der brauchte sich nun nicht mit einem hässlichen Plastikteil abzugeben, durch das er weder im ästhetischen noch im haptischen Sinne vorangekommen wäre. Was wollte also die Mutter mit ihrem letzten Satz sagen? Wovor retten? War die Dummheit und der Blödsinn im Allgemeinen gemeint? Die Welt als ein riesiger Bauernfänger? Dann wäre sie wissentlich deren Handlangerin gewesen, wahrscheinlich um den Kleinen schon mal daran zu gewöhnen, wovon er mit zunehmendem Alter umzingelt sein würde. Ein 13-Jähriger reiste mit einer Hilfsorganisation nach Kenia. Eines Abends am Lagerfeuer fragte er seine erwachsenen Begleiter, wie das sein könne. Die hiesigen Kinder lachten viel häufiger und ausgelassener als die Kinder in Deutschland, obwohl sie weder Fernsehen noch PlayStation noch Lego hätten. Die Antwort fiel allgemein aus, vielleicht habe es etwas mit Arm und Reich zu tun. Die Antwort hätte durchaus konkret sein können, wäre das obwohl in der Beobachtung des 13-Jährigen durch ein Weil ersetzt worden. Neben vielen Nachteilen hat die Armut den Vorteil, dass es weniger unnützes Zeug gibt und die Kinder, solange sie nicht fernsehen, auch nicht danach verlangen. Haben sie es aber gesehen und hat es ihr Interesse geweckt, wollen sie es besitzen. Es ist eine Wissenschaft für sich, überflüssige Dinge begehrenswert zu machen. Besonders schamlos wird sie auf Kinder angewendet, die ihren Augen und Ohren noch bedingungslos trauen. Dann sitzen sie zwischen all dem Klimbim und bespielen ihr Kinderzimmer. Zum Schluss wird aufgeräumt. Jegliches hat seinen Platz, auch die Fernbedienung, auch der Fernsehapparat, in dem Ernie wohnt und lacht, als wäre er dafür bezahlt worden. Nach dem Erwachen sah sich Marvin lange im Zimmer um und sagte schließlich, »Die Dinge sind traurig, Papa. Die Lampe ist traurig, das Regal ist traurig.« Und die Bettdecke? Auch. Und dein Spielzeug? Auch. Und Hasi? Er nahm seinen Plüschhasen zur Hand und ließ ihn übers Kopfkissen hüpfen. Hasi nicht. Als ich fragte, ob sein Plüschpferd Muschi-Guschi-Bong-Pu auch traurig sei und es wiehernd über seinen Bauch galoppieren ließ, musste er zwar lachen, bejahte aber trotzdem. Von allen Dingen im Zimmer hatte nur Hasi ein fröhliches Wesen, als könne ein Kind nur ein Ding in steten Frohsinn versetzen. Also es fiel mir jetzt so beim Lesen auf, Kinderzimmer und Knast haben irgendwie was Gemeinsames. Ne? Ich meine, wenn man sich mal die Abkürzung an Kinderzimmer, ne, KZ, ist womöglich gar kein Zufall. Mein Sohn, der hat bis zu seinem 10. Lebensjahr, wollte kein eigenes Zimmer. Wir haben immer auf einer Matratze 2x2 Meter zusammengeschlafen
Und der war natürlich am liebsten bei mir. Und ich denke, dass das alle Kinder wollen. Aber die Eltern wollen halt ihre Ruhe haben. Und da werden halt die Kinder mit dem entsprechenden Equipment in das Zimmer eingesperrt. Und deswegen bin ich fast der Ansicht, man müsste in der schönen neuen Welt, so wie man fürs Auto einen Führerschein machen muss, so einen Erziehungsschein machen, also so einen Berechtigungsschein für die Kinder, dass man das Kind dann auch fahren kann, sozusagen. Ne? Gut, das nur nebenbei als kleine Überlegung. Gehen wir wieder zum Thema zurück. Und heißt das Lied. Und ich schreie um Hilfe mit Augen, die lachen, damit du denkst, ich sei glücklich. Und ich schreie um Hilfe mit Augen, die lachen, damit du denkst, ich sei glücklich. Spiegel im Bad hält Wunden verborgen, Kopf unter Wasser, bedrückend die Sorgen, in den Abfluss gespült, Maske am Morgen. Und ich schreie um Hilfe mit Augen, die lachen, damit du denkst, ich sei glücklich. Und ich schreie um Hilfe mit Augen, die lachen, damit du denkst, ich sei glücklich. Geteiltes Land, geteiltes Leid, Geschichten tragen anderes Kleid, geteilte Freude, geteiltes Glück. Wie find ich zu mir selbst zurück? Und ich schreie um Hilfe mit Augen, die lachen, damit du denkst, ich sei glücklich. Und ich schreie um Hilfe mit Augen, die lachen, damit du denkst, ich sei glücklich. Dazu, ne? Das Geräusch. Rosengarten, rote Zucht, Republik, das Ganze gefällt auf den ersten Blick, beim zweiten jedoch fällt uns auf, eine Distel ragt über die Rosen hinaus, eine Distel ragt über die Rosen hinaus. Die Genossen entsetzt, die Genossen empört, was ist das, was unseren Frieden stört? Was ist das, das unseren Frieden stört? Distel ruft mit munteren Sinnen, ich bin von der Gruppe Gegenstimmen. Ich bin von der Gruppe Gegenstimmen, von der Gruppe Gegenstimmen, von der Gruppe Gegenstimmen, von der Gruppe Gegenstimmen. Alle von der Gruppe Gegenstimmen, von der Gruppe Gegenstimmen, von der Gruppe Gegenstimmen, von der Gruppe Gegenstimmen, von der Gruppe Gegenstimmen.
müssen die Gruppe gegenstimmen. Ne? Ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, dass die Eltern zulassen, dass die Kinder mit Maske in der Schule sitzen, mit einer FFP2-Maske in der Schule sitzen. Das kann ich nicht verstehen. Vor allen Dingen, als das mit den FFP2-Masken erst aufkam, da haben doch manche so die Gegenstimme erhoben. Wieso, da steht doch hier in dieser Gebrauchsanweisung im Arbeitsschutzrecht, die darf man doch nur so und so lange aufhaben. Ne? Und jetzt sitzen die Kinder die ganzen Stunden da mit so einer FFP2-Maske in der Schule. Und keiner regt sich drüber auf. Wie haben wir denn den Sozialismus zu Fall gebracht? Wie ist denn das gegangen? Wir können doch nicht mal unsere Kinder beschützen. Es ist der Mensch wohl klug genug für den kompletten Selbstbetrug, doch reicht die Klugheit oft nicht aus für ein stilles Glück zu Hause. Wir gratulieren unserem Hans zu seiner CO2-Bilanz. Der gute Mann verdient Applaus, jetzt stößt er wirklich nichts mehr aus. Zu leben fällt ihm freilich schwer, seit gestern atmet er nicht mehr. Gott lässt nicht mit sich handeln, das Klima muss sich wandeln. Der Mensch, der denkt, er hat's getan, leidet schlicht an Größenwahn. Frisch die Wahrheit ausgepackt, Mona Lisa ist halb nackt, wegen Nacktheit untenrum lächelt sie ins Publikum. Es fährt so manch ein Oller am liebsten mit dem Roller. Mein alter Freund, der Mike, fuhr immer mit dem Bike. Nur zu seiner Heirat fuhr mit dem Dreirad. Seitdem schiebt er den Blues und geht nur noch zu Fuß. Der Löwe und die Möwe und das Gnu tragen nicht den gleichen Lederschuh. Obwohl von fern betrachtet, sofern man darauf achtet, gleicht sich der Schuh in einem. Sie tragen alle keinen. Willst du auf deinem Grab einen Stein, der zeugt, du warst ein Guter? Das dürfte nicht ganz billig sein. Nun geh schon zum Computer. Ein Angebot, wie wunderbar, für dich nicht mal ein Drittel. Du rechnest die Bilanzen durch, es reicht, du hast die Mittel. Du hast dich fast schon eingeloggt, jetzt willst du keinen mehr. Womöglich wird er mit der Zeit dir doch etwas zu schwer. Es ist nämlich so, dass man selbst im Gefängnis lacht. Und dass man selbst, wenn man das Zeug dazu hat, auch den einen oder anderen Vers im Gefängnis dichten kann. Gerhard Baus hat das bewiesen. Ich habe auch einige Texte gemacht. Man kann nämlich sogar im Gefängnis frei sein, wenn man das Zeug dazu hat. Ne? Hans Eberhard Zahn, der im Alter von 83 Jahren gestorben ist, der war über ein Jahr in Einzelhaft. Der war sogar 3 Tage im Schrankkarzer. Da machst du die Tür auf, aber da ist kein Zimmer dahinter, sondern eine Wand. Und dann stehst du da drin und da machen die Tür wieder zu. Und er stand 3 Tage da drin. Und er hat gesagt, wenn ich nicht die ganzen Sonette von Shakespeare auswendig gekonnt hätte, auswendig lernen musste in der alten gutbürgerlichen Bildung damals, ne, in 30er, 40er Jahren, dann wäre er kaputt gegangen. Er hat sich auf diese Dichtkunst konzentriert und auf diese Art und Weise konnte er es überleben. Ne. Wenn ich mir aber heutzutage die jungen Leute angucke, fragt sie mal, was sie für ein Gedicht auswendig können. Ne? Und ich denke, wenn dann mal jemand in eine schwierige Lage kommt, dann kann er auf nichts zurückgreifen. Ne? Wenn dann der Strom ausgeht, dann kann man noch das Handy runterspielen und dann hat man auf einmal gar nicht mehr. Ne?
Und was wird dann? Wo ist dann die Menschenwürde? Wo ist dann das hin, was den Menschen zum Menschen macht? Ich denke schon, es ist die Kultur. Da sollte man sehr viel Wert drauf legen. Ich grinse von meinem iPhone-Thron. Wer stellt mir eine Frage? Mal kurz getippt und kurz gewischt. Und schon die Antwort aufgetischt. Ich grinse von meinem iPhone-Thron wie ein moderner Gottessohn. Ich hab die Welt in meiner Hand und bin von ihr gebannt. Ich schau nicht mehr über'n Tellerrand der Welt in meiner Hand. Ich hab die Welt in meiner Hand und bin von ihr gebannt. Ich schau nicht mehr über'n Tellerrand der Welt in meiner Hand. Der Welt in meiner Hand. Der Welt in meiner Hand. Und dann sind wir fast am Schluss. Ich hoffe, einen Bogen gespannt zu haben, der das, was ich zu den Themen zu sagen habe, so halbwegs zum Ausdruck bringt und wo ihr vielleicht auch was damit anfangen könnt. Also ich bin ja nun schon, oder wir sind ja nun schon über 3 Jahrzehnte von diesem direkten Thema entfernt. Man kann es immer wieder in Erinnerung rufen, man kann immer wieder diese Emotionen anklingen lassen, aber man sollte nicht dabei verharren. Es gibt auch noch ein Leben nach der DDR. Natürlich in so Gedenkstätten steht das im Mittelpunkt, so soll das auch sein, aber die dann hier ihre Kunst oder ihre Vorträge abliefern, die sollten vielleicht auch ab und zu mal in das Hiesige hineingucken, weil wir sind heute von einer solchen Fülle von Problemen überlastet, möchte ich fast sagen, dass wir eigentlich aus den Erfahrungen, die wir früher gemacht haben, lernen können und uns damit stärken können. Aber wir sind in einem solchen Sog der Ereignisse, dass wir uns oftmals gar nicht mehr in dieser Weise erinnern, dass wir daraus eben Kraft ziehen können. Ne? Ich singe zum Schluss noch ein Lied nach einem Text von Gerhard Bause. Küsse aufs Papier heißt das.
Dann mache ich noch was. Pfingsten 1987. Genesis spielt am Reichstag hinter der Mauer, also für mich hinter der Mauer. Für die auf dem Konzertgelände war ich hinter der Mauer. Die Frage sollte vielleicht mal geklärt werden, wer war hinter der Mauer? Was war eingemauert? Berlin, Hauptstadt der DDR oder West-Berlin? Natürlich West-Berlin. Ein gigantisches Bauwerk mauerte West-Berlin ein. Schon deshalb war die Stadt eine Weltberühmtheit. Wüsste man nicht von der großen Mauer in China, könnte man mit Fug und Recht behaupten, die Berliner Mauer sei die längste Mauer auf der ganzen Welt gewesen, damals. So kann man leider nur sagen, es war die längste Mauer Europas, das ist ja aber auch schon ein schöner Erfolg. Lange, fast die ersten 3 Jahrzehnte lang, lebte ich in Thüringen, Bezirk Gera. In meiner Gegend waren nur Mauern, auf denen wir als Kinder mit unseren Lederhosen saßen. Die Mauern waren Orte zum Spielen. Der Äther hat sich glücklicherweise nicht durch die Grenze begrenzen lassen. Wir sahen Westen, wir hörten Westen. Im Kopf waren wir eigentlich im Westen. Wir haben die Moden nachgemacht. Als 16-Jähriger auf dem Tanzsaal habe ich zu Procol Harums Whiter Shade of Pale eng getanzt. Manchmal zur Disco lief sogar Je t'aime, das Lied mit dem geilen Stöhnen der Jane Birkin. Das, was ich unter Freiheit verstand, konnte ein jugendlicher, gelernter DDR-Bürger, der in der sozialistischen Schule indoktriniert worden war, durchaus auf DDR-Territorium ausleben. Dann kam ich Gott sei Dank zur Armee, wo mir die Augen geöffnet wurden und ich sah, was die kommunistische Ideologie für ein Lügengebäude ist. Wer nicht sehen will, muss glauben. Bei der Armee hörte ich auf zu glauben. 12 Jahre später wurde ich aus dem Land gejagt. Vorher wohnte ich reichlich 3 Jahre in Ostberlin in einer Straße, die in eine Sackgasse mündete, in eine typische Ostberliner Sackgasse. Man gewöhnte sich dran und hoffte auf einen Parkplatz in Mauernähe am Wachturm, weil das Auto dort geschützt war. Klar, in einen Buchladen in Westberlin wäre ich schon gern mal gegangen, obwohl, als ich später in einem war, habe ich auf dem Absatz kehrt gemacht und die Liedzeile »Wir werden nicht im Überfluss vom Überdruss genesen«. Der Status quo hatte sich in mir festgemauert, das haben Status quos so an sich. Wenn man sich nicht ständig das Unrecht als Unrecht vor Augen führt, gewöhnt man sich dran und macht sich keine Gedanken. Aber dann, Pfingsten 87, der Rias-Treffpunkt hatte das Genesis-Konzert vor dem Reichstag beworben. Am Nachmittag bin ich zur Straße unter den Linden gegangen. Als ich dort ankam, strömten einige Tausend in Richtung Brandenburger Tor. Wir standen zu Pfingsten da unter den Linden, na wo schon im Osten vom Brandenburger Tor. Der Westwind, der Tröster, lud von seinem Rücken das Rockfest von drüben leis in unser Ohr. Das Tor war geschlossen wie an jedem anderen Ruhetag in dieser halbtoten Stadt. Wir fühlten uns wieder gehörig betrogen und hatten die Mauer am Tore so satt. Wir kamen nicht alle aus gleichen Gründen, nicht alle hier lockte der gleiche Ton. Und was für den einen nach Popcorn schmeckte, das roch für den anderen nach Rebellion. Zwischen die Steine und unsere Ohren marschierten mit Knüppeln aus Gummi und Stahl. Gerade in jener Lauthalsen, Hauptstadt des Friedens, die Friedensbehüter vom Staatspersonal. Nun sollten wir folgsam nach Hause gehen, ins deutsch-demokratische Federbett. Da knackte die Mauer in unseren Köpfen, da brüllten so viele, die Mauer muss weg. Ich konnte nicht schreien, ich konnte nur sehen und sah, wie der Kelch sich zum Überlauf neigt. Und
weil wir uns nicht mehr dressieren ließen, haben die Herren uns die Waffen gezeigt. Ich sah hinter dreifacher Uniformkette im Halbdunkel jene berechnende Lauf. Die peilte das Ziel und dann holten die Hunde aus unserer Mitte die schreienden Schaf. Sangen wir laut die Internationale, die sonst immer fremd aus den Kehlen uns kamen. Doch jetzt, als die Knüppel der Bullen dirigierten, konnten den Sinn wir der Worte erahnen. Der wahrhaftig Internationale ist leider halt doch nur der Knüppelknauf. Das hat er gelernt von den Machtverwaltern im Ost-West und haut hier genauso gut drauf. Wir wussten das ja aus den Fernsehkanälen und liefen nach Mitternacht dann davon. Die Göttin des Friedens ganz hoch auf dem Tore zuckt nur mit den Schultern. Das kannte sie Seite. Der Himmel zieht sich zu, wir sehen die Schatten der Zukunft und haben keine Ruhe. Wir sehen die Schatten der Zukunft und haben keine Ruhe. Der Weg ist steil und einsam, den klettert niemand mit. Über uns die Wolken, ein gewagter, schwerer Schritt. Stehen am Herd in Flammen, heißes Eisen in der Hand. Die Kluft, die wir übersprangen, das Feuer erstickt im Sand. Die Kluft, die wir übersprangen, das Feuer erstickt im Sand. Es kamen stille Zeiten, die Arme blieben leer. Als uns das Leben allein ließ, bluteten die Herzen sehr. Du gehst an meiner Seite, wir schauen fern zurück. Die Wunden bluten heimlich, verschleiern uns den Blick. Die Wunden bluten heimlich, verschleiern uns den Blick. Der Weg ist steil und einsam, den klettert niemand mit. Über uns die Wolken, ein gewagter, schwerer Schritt. Wir stehen am Herd in Flammen, heißes Eisen in der Hand. Die Kluft, die wir übersprangen, das Feuer erstickt im Sand. Es kamen stille Zeiten, die Arme blieben leer. Als uns das Leben allein ließ, bluteten die Herzen sehr. Du gehst an meiner Seite, wir schauen fern zurück. Die Wunden bluten heimlich, verschleiern uns den Blick. Die Wunden bluten heimlich, verschleiern uns den Blick.